Also mein Name ist Jakob und ich bin Mediengestalter bei Oberpfalz Medien im ersten Lehrjahr und ebenfalls auch Pflanzenbeauftragter. Das war direkt bei meiner ersten Führung hier im Unternehmen. Da habe ich gesehen, ja, die Pflanzen, die sind schon alle braun und lassen halt den Kopf hängen. Und ich als alter Pflanzenliebhaber, da habe ich mir gleich gedacht, muss ich mich drum kümmern und bin eigentlich direkt zur Geschäftsleitung und habe mich angeboten, dass ich diese Aufgabe übernehmen will und hier ja, die Pflanzen wieder auf Vordermann bringe. Wir haben ja hier 80 Pflanzen ungefähr im Unternehmen, also schon einige. Das heißt, ich mache da zweimal in der Woche einen Rundgang und schaue mir erstmal alle an. Ich habe da eben auch deswegen extra einen Pflanzengießplan erstellt und für jede Pflanze ja, die richtige Menge Wasser. Manche brauchen bloß 200 Milliliter, manche doch einen Liter für größere. Manche Pflanzen, die dürfen auch nicht immer zur Sonne stehen, die musst du dann in der Woche mal drehen. Und manche vertragen auch wirklich sehr wenig Sonne. Da muss man schauen, dass sie einen schattigen Platz haben, wo die nur ein paar Stunden in der Sonne sind. Und ja, so kann man das eigentlich ganz gut regeln, dass denen ganz gut geht. Es kann nicht jede Pflanze mit so einer Plastikgießkanne gegossen werden. Die haben alle ja, spezielle Vorlieben. Und deswegen gibt es für manche Pflanzen auch solche aus Eisen. Weil die einfach das Plastik nicht so vertragen und das viel besser dann kommt. Und ja, da reicht sich nur, die zu gießen. Die brauchen auch ganz viel Liebe, weil, naja, wenn man die ab und zu ein bisschen streichelt oder denen mal ein Lied vorsingt, ja, dann sind die alle gleich viel glücklicher und das sieht man denen auch an und dann geht es denen viel besser.